Was ist hier drin? Das ist der einzige Raum mit einer Seitentür. Ach, ein Balkon. Okay. Mit Credit Chip. Hey, 133 extra. Sehr gut. Und hier geht's weiter. Noch besser. Liegt hier noch irgendwas rum? Nö, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir mal kurz hier weiter, denn theoretisch muss ich ja nicht außen lang gehen, wenn ich hier einfach die Türen auch öffnen kann. Ich meine, über den Balkon zu steigen ist sicherlich... Ich wollte gerade sagen, duscht da jemand? Sicherlich heroischer, aber in dem Fall wahrscheinlich ein wenig unnötig. Hm. Das ist schon wieder so ein scheiß Wecker, ey. Ich hasse die Dinger. Diesmal gehen wir hier lang. Hui. Du warst echt irre, Baby. Oh, danke, Süßer. Ach, hey, habe ich dir schon erzählt, dass der Boss manche Mädchen... Jensen, haben Sie sich verlaufen? Es kann doch nicht so lange dauern, ein einziges Apartment zu finden. Ich habe einen Umweg gemacht. Verraten Sie mir eins, Malik. Ist es in dieser Stadt praktisch, wenn man eine Smartcard mit dem Logo von Taeyong Medical hat? TYM? Dem Weltmarktführer in der Augmentierungstechnologie? Sie haben mit Ihrem Geld ungefähr die Hälfte dieser Stadt gebaut, also möglich. Warum fragen Sie? Nur so. Ich denke voraus. Sehr geil. Da hat uns doch glatt ein Freier eine gratis Zugangskarte geschenkt. Wie schön, wie schön. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht hier drin so wie in der ersten Mission darauf angewiesen, dass ich, wie heißt das, unter Zeitdruck stehe, von wegen, wenn ich das Apartment nicht innerhalb der nächsten 15 Minuten ab jetzt finde, dann geht mein Kontaktmann flöten oder irgendwie sowas. Also ich habe das blöde Gefühl, ich sollte da langsam mal hinlatschen. Aber jetzt habe ich denselben Gedanken auch mit dieser Sidequest, die ich gerade angenommen habe. Sie hat gesagt, ich sollte mich beeilen, bevor sie an die Kette legen. Also, stehe ich jetzt unter doppeltem Zeitdruck oder wie? Das ist unfair. Transfer, Transfer, Transfer. Viele Transferdinger, das dürfte es allgemein etwas erleichtern. Aber ich habe eh schon alles übernommen, was ich haben wollte, die beiden Knoten nämlich. Und damit ist die Kiste gegessen. Zugriff gewährt. Wollte eh nur die EP da reingehen, muss ich nicht mehr. Obwohl, wartet kurz, ich speichere mal. Ah, okay. Ja. Hi. Und du bist? Lea. Sicherheitsmann. Bist du jetzt gerade runtergesprungen, oder wie? Ja, du tust jetzt ganz genau, was ich dir sage. Los, ausziehen. Hier kommst du nicht mehr durch. Schade. Na gut. Ich hatte es schon befürchtet, dass wir da so nicht weiterkommen. Aber ist ja nicht schlimm. Auf der Minimap war er nämlich der einzige Kerl, der in der grauen Farbe angezeichnet war und nicht in grün freundlich. Hm. Aber sie hat doch eben schon gesagt, dass sie fertig wären. Er war ein toller Kerl, nicht er ist ein toller oder er wird ein toller sein. Also ich habe doch bei nichts gestört. Es sei denn, die wollten gerade unter die Dusche hüpfen. Den Gedanken behalte ich mir für später im Hinterkopf. Und noch eine Treppe höher zum... Ah, hier geht's zum Dach, sehr gut. Da kann ich ja deinen Sicherheitstypi mal befragen. Hey, wo bist du denn? Das kommt mir sehr bekannt vor, um ehrlich zu sein. Sehen jetzt alle Dächer so aus? Ich sage ja nicht, dass es ein schlechtes Design ist, aber... waren wir hier nicht schon? Hier sind wir doch gelandet! Willst du mich verarschen? Ich bin jetzt nicht wirklich gerade an derselben Stelle rausgekommen wie die, wo ich angefangen habe, oder? Doch, Tatsache, da ist das Hive-Ding, hier ist die Sackgasse. Oh mein Gott, ich bin im Kreis gerannt. Ich hasse Wangshai, Dingspumps. Zisch ab, bevor ich dich umlege. Ich muss mit ihnen reden. Aha, worüber? Ning. Versuchen Sie es mit dem Telefonbuch. Gibt hier ja genug. Ihre Freunde halten Sie fest. Es würde sich für Sie lohnen, wenn Sie mir sagen, wo. Für mich lohnen? Ja, mag sein. Dann lassen Sie mal ein paar Scheine sehen. Vielleicht verrate ich Ihnen dann, wo Sie sie finden. Viel Alpha. Sehr einfache Sache. Alphas können besänftigt werden. Betas regieren auf diesen Ansatz. Jo, her damit. Ich muss erst sicher sein, dass sie okay ist. Sie ist wesentlich mehr wert für mich und für Sie, wenn sie unversehrt ist. Wir verstehen uns? Alles klar. Sie sind ja ein richtiger Geschäftsmann. Okay, okay, ich sag's Ihnen. Die halten Sie in einer kleinen Seitenstraße hinter dem offenen Kanal in Daigong fest. Aber hören Sie, ich habe nichts gesagt, ja?
Logik fail. Diese Gesprächsoption gerade hat Jensen gesagt, ich muss wissen, ob sie okay ist. Das heißt, er hätte irgendwo anrufen sollen und dann so hätte sie mir antworten können in diesen üblichen Entführungsfilmen hier. Von wegen, ah, mir geht's gut, Papa, bitte bezahl dich. Aber der hat gerade ganz freiwilligerweise die 2000 Credits, die ich ihm hätte anbieten können, weggeworfen. Das macht null Sinn. Und der Dialog, um den Aufenthaltsort herauszufinden, das macht auch null Sinn. Warum sollte der Typ mir das sofort erzählen? Vergesst es. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich gehe jetzt erstmal die Tosse suchen. Ich weiß, wo sie ist. Ich habe es auf der Minimap und der Weg ist kürzer. Punkt. Vielleicht kann ich jetzt wieder irgendwelchen Typen das Genick brechen. Keine Ahnung. Moment. Da steht Wachen eliminieren. Moment. Was waren Quests? Nein. Das ist Schließen. Nein, hier. Ich habe Ning gefunden, aber sie wird bewacht. Ich muss die Wachen eliminieren, damit Ning fliehen kann. Okay. Eliminieren ist ein Wort, was ich kenne. Wie viele Zivilisten gibt es hier in der Umgebung? Die zwei da? Ah, okay. Moment. Drei Wachen. Habe ich noch eine Granate? Nee, oder? Okay. Da steht eliminieren, also ich nehme die beim Wort, ne? Und fertig. Der Schalldämpfer macht sich bezahlt. Oh, Waffen. Maschinenpistole, beginnt mir eine andere Waffe. Geh da runter, du Penner. Ah, okay, jetzt hab ich's. Da drin. Gehen Sie weg. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, ich liebe gerade meine Pistole. Kaduz. Wie geil das ist. So eine Hightech-Waffe macht Spaß. So, hacken. Nein, nicht beschützen. Ich will das Ding aufmachen. Da oben ist... Da. Okay. Das ist ja easy. Gehen Sie weg. Ich kann auch wieder weggehen, wenn du möchtest. Kannst gerne hier drin hocken bleiben. Mir ist das egal. Lassen Sie mich. Nein. Zugriff ich war gewinnt. Zuerst da. Mein Schuppen. Du bist doch hübsch hier. Was beschwerst du dich eigentlich? Hör auf, dich zu bewegen. Du bist tot. PDA. Wahrscheinlich mit dem Code, ne? Neuer Code für den Käfig der Kleinen. Lösch das hier, wenn du den Code geändert hast. Wir wollen ja keinen Ärger. Dumm. Gehen Sie weg. Ach, wie klug diese Wachen doch immer sind. Hallo, Ning Zai. Wer sind Sie? Ihre Freundin May schickt mich. Sie meinte, Sie stecken in Schwierigkeiten. Sind Sie verletzt? May, ein Glück. Und nein, mir geht's gut. Die haben mich nicht angefasst. Noch nicht. Aber wenn Sie nicht gekommen wären, wie haben Sie mich gefunden? Ich habe mich umgehört. Ich kann sehr überzeugend sein. Ich muss hier raus. Sind Sie wirklich okay? Kommen Sie allein zurecht? Ja, ich danke Ihnen. Wer Sie auch sind, vielen, vielen Dank. Ich muss gehen. Weg aus dieser Stadt. Weit weg von diesem Ungeheuer Chen. Sagen Sie May, sagen Sie ihr Danke für alles. Ich verdanke ihr, Ihnen beiden, mein Leben. Ach schön, Download abgeschlossen, danke. Das musste mein PC gerade unbedingt mitteilen. Ich hoffe, ihr habt es mal im Fraps gerade auch kurz gesehen, warum der Bildschirm schwarz geworden ist. Und ja, diese Ming hier beachtet die Punkte im Text von wegen Redepausen viel besser als ihre Kollegin, so wie es aussieht. Ich meine, man kann auch während eines Gesprächs kurz Luft holen und so. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe jetzt eine Vermutung, und zwar, wenn ich jetzt zurückgehe und den Auftrag so beende, dann wird sie wahrscheinlich als nächste Mission für mich dann so sagen, hey, das Problem ist ja nicht gelöst. Das nächste Mädchen wird dann ebenfalls in diese Problematik laufen und das wird dann so weitergehen. Also kannst du bitte diese Sache aus der Welt schaffen für uns? Habe ich kein Problem mit, um ehrlich zu sein. Hier war's. Safe, die Tür ist angezeichnet.
Ach so, nur als Wegpunkt. Okay, ich dachte jetzt schon, es ploppt irgendwie das Aufgabenziel auf. Töte alle Wachen in diesem Gebäude, die gerade krupp geworden sind. Sind 15 Stück, hab Spaß dabei. Yeah. Also mit dem Baby hier hätte ich Spaß dabei. Oh Mann, Susi, du freust mich gerade richtig, aber sowas von. Was hier? Nee, höher. Mal gucken, vielleicht dürfen wir jetzt irgendeinen Triaden-Boss kaputt machen oder sowas in der Richtung. Wir haben mal was anderes. Hallo, May. Und? Haben Sie Ning gefunden? Natürlich. Ja, sie ist wohl auf, aber auf der Flucht. Ich denke, sie will die Stadt verlassen. Sie war schon immer clever. Ein Glück. Ich werde gleich mit ihr reden. Hier ist ihre Bezahlung, wie versprochen. Wenn Sie mehr wollen, hätte ich noch... Ey! Oh mein Gott. Entschuldigt, Unterbrechung, Leute. Einen Job. Etwas für einen Mann mit Ihren Talenten. Sind Sie interessiert? Das kommt ganz auf den Job an. Sie haben sicher schon von Diamond Chan gehört. Er ist ein böser Mann, der vom Elend dieser Stadt lebt. Wenn hier Frieden einkehren soll, muss er verschwinden. Sie wollen, dass ich Chan töte? Ja, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Oder Selbstmord. So, erstens, danke Feluna, dass du gerade meinen Bildschirm auf den Desktop katapultiert hast. Ich werde dir später dafür noch eine reinhauen. Zweitens, Baby, ein Mann mit vielen Talenten. Du redest mit mir. Und drittens, was gibt's noch hier? Details. So, jetzt muss ich erstmal die Aufgabe nochmal. Bezahlung. Was soll ich machen? Was genau soll ich machen? Lower Hangshire ist ein gefährliches Pflaster. Ich weiß, dass Diamond Chan ein Apartment unter dem Dach bewohnt. Schlagen Sie ihn K.O. und werfen Sie ihn vom Dach. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Okay. Klingt einfach. Wie sieht's mit der Bezahlung aus? Wenn Sie dafür sorgen, dass Chan keinen Ärger mehr macht, bekommen Sie das Doppelte wie für Nings Rettung. Das ist fast schon wieder ein weiterer Praxispunkt, Leute, den ich mir leisten könnte. Das ist nicht wenig. Erzähl mir Diamond Chan. Jo, was haben Sie eigentlich vor, wenn ich den Typen kalt gemacht habe? Was haben Sie vor, wenn Chan kaltgestellt ist? Nutzt dann nicht sofort ein anderer Möchtegern-Zuhälter Ihre Schwäche aus? Ich kenne jemanden mit einem eigenen Sicherheitsunternehmen. Den werde ich anheuern. Das müsste reichen und ich kann seinen Leuten vertrauen. Okay, klingt nach einem Plan. Erzähl mal ein bisschen mehr von dem Kerl. Erzählen Sie mir von Diamond Chan. Er ist ein Monster. Zuerst hat er meine Mädchen mit Drogen süchtig gemacht. Dadurch konnte er sie kontrollieren und sie waren von ihm abhängig. Aber seit es diese billigen Schwarzmarkt-Augmente gibt und die freie Augmentierungsfantasien haben, ist es noch schlimmer. Womit wir wieder beim Anketten wären. Ja, um mehr Milch aus seinen Kühen zu pressen, schlachtet er sie. Die Augmente sind nur eine andere Form der Kontrolle. Die Mädchen sind jederzeit ortbar und weil sie Neuropozin brauchen, laufen sie nicht weg. Verdammt geile Geschäftsidee, muss man dem Kerl lassen. Okay, der Typ ist ein Arschloch, das mache ich gerne für ihn. Für dich. Ich mach's. Gut. Ich gebe Ihnen die Adresse von Diamond Chance Apartment. Es ist irgendwo unter dem Dach. Lower Hangshire ist ein gefährliches Pflaster. Und den restlichen des Satzes haben wir schon gehört. Sonst noch was? Sollte ich sonst noch was wissen? Chan dürfte allein sein. Er ist zu stolz, um sich mit Bodyguards zu schützen, aber seien Sie vorsichtig. Allein oder nicht, Chan ist gefährlich. Alles klar. Mr. Jansen, fügen Sie Diamond Chan keine Verletzungen zu, die auf einen Mord hinweisen. Beim geringsten Verdacht machen uns seine Freunde die Hölle heiß. Also keine Tranquilizer oder Peps. Ich muss ihn also per Hand ausschalten. Dürfte kein Problem sein. Das ist gut, ja. Viel Glück, Mr. Jansen. Ich warte hier. Das war eine nützliche Information für mich, denn ich hätte den Typen jetzt vielleicht mit meinem Tranquilizer-Scharfschützengewehr abgeschossen.